Kennen Sie? Zwei Männer gehen draußen auf und ab. Ewig. Tiefe Stimmen. Hören Sie? Wahnsinn. Da wurden wahre Wunder vollbracht. Wahnsinn! Was haben die Kerle bloß für tiefe Stimmen? Die sind nicht aus unserer Siesta-Gruppe. Die kommen von woanders her. Gott, schütze mich in der Hitze der Nacht. Das klingt Vater, Vater. Die gehören nicht zu uns, die Kerle. Habe ich mein Lebtag nicht gehört. Solche Wohllaute. Wäre gesünder, man hörte nicht hin. Aber was willst du machen? Du kannst ja nicht schlafen, wenn draußen diese Superstimmen. Der eine sagt, warum nicht alles noch einmal von vorne durchdenken, Frieda? Tja, Frieda, das ist der andere. Frieda sagt, so kommen wir nicht weiter und weiter müssen wir aber kommen. Deshalb schlage ich vor, denken wir rücksichtslos weiter und bloß nicht noch einmal von vorn. Tja, Ruhe. Jetzt sind sie still. Gehen wieder auf und ab. Logiker sind das. Marokko. Wahnsinn. Muss man gesehen haben. Anfangs waren wir eine gute Reisegesellschaft. Wir passten zusammen. Inzwischen aber die Höllenhitze. Wir sind so ziemlich alle gegen jeden. Inzwischen. Haben Sie gehört? Der eine sagt Frieda zum anderen. Frieda sagt zu ihm aber nichts. So geht das schon seit Stunden. Wahnsinn. Frieda nennt nicht Frieda, niemals beim Namen. Ich warte nur, dass ich endlich weiß, wie nicht Frieda heißt. Ich warte nur, dass es Frieda mal endlich rausrutscht, wie nicht Frieda heißt. Wenigstens ein kleines Ha oder Be oder Wa. Si. Ro. Gus. Ja. Wahnsinn. Die Ruhe der Logiker möchte ich haben. Ganze Haus voll ungerechter Menschen! Und da sind zwei Fremde draußen. Und mit ihren Stimmen ein Labsal. Solange sie gehen, ist es ja möglich, dass sie später hier drinnen vorbeischauen. Sie werden ja sehen. Hier in der Hall ist noch Licht. So werden sie vermutlich ja sehen. Erst wenn ich erst einmal höre, sie gehen die Terrasse hinunter, dann weiß ich, sie gehen durch den Haupteingang, hoch auf ihre Zimmer, kommen hier drinnen nicht, wie erwartet, vorbei, wo sie mich doch vermutlich zu guter Letzt auf ein Gläschen einlüden. Sehen ja. Ich werde auch nicht jünger, so wie ich hier sitze. Erst wenn sie wirklich in ihren Betten liegen, erst dann bin ich sicher, dass mir auch heute der liebe lange Tag nichts Neues, rein gar nichts gebracht hat. Noch 11 Tage in Agadir. Die Zeit vergeht.
Ich habe bis jetzt bloß zugenommen. Alles ist sehr einfach, nichts klappt. Die Zeit vergeht, aber nicht richtig. Mir ist, als wäre zu Hause Post in meinem Kasten. Ich sehe ein großes Kuvert. Ich sehe die Heimatadresse, handgeschrieben, 66 Saarbrücken, Straße des 13. Januar, Nummer 8. Wahnsinn, wer schreibt mir das? Die Buchgemeinschaft schickt ihren Jahresprospekt. So. Na, freut mich. Besser als nichts, noch mal knapp an keiner Post vorbeigekommen. Da. Hören Sie? Der eine. Chefarztstimme. Nicht Frieda ist es, der spricht. Er sagt, Momentchen, in etwa... Er sagte eben so viel wie, schwierig, so viel wie, die Elementaren, das Elementare, Wahnsinn, ach, durch diese Superstimme verstehe ich fast nichts, ach, diese Stimme, Musik, Musik, eben sagt er Warnung. Muss man gehört haben. Warnung. Fantast. Logiker sind das. Und Deutsche, von denen Frieda vermutlich der führende Kopf, das zeigt sich schon daran, dass Frieda von Nicht-Frieda häufig, aber Nicht-Frieda von Frieda gar niemals beim Namen genannt wird, obwohl es ihm wenigstens einmal herausrutschen könnte, wie gesagt. Worüber sprachen Sie? Was meinen Sie? Es ging um das eine. Das eine Elementare. Da hieß es die Elementaren. Die Elementaren. Was meinen Sie? So dann? Jemand hatte den Rubikon überschritten. So und so hat er den Rubikon überschritten. Ein Name fiel. Klang aber noch quasi nicht viel. Wenig Vokabular. Minderes Wörtchen. So ein Wörtchen, das nicht anschlägt im Brustkorb. Und ohne Brust klingt es bei Frieda und auch bei Nicht-Frieda, als huschte ein Mäuslein über die Orchesterpauke. Achtung! Frieda. Freude strahlend. Durchaus auch. Nicht, Frieda? Zugegeben. Unumwunden. Frieda? Unsitten sind einfach in Trunk, Sucht und Gier nach. Was? Versteh nicht? Nicht, Frieda? Gier? Schachertum? Zähnefletschende Ego? Frieda? Unbefriedigend. Nicht, Frieda? Gier? Unterschiede zwischen denen, die Gier allein und jenen trotz Gier. Ende.
hier. Wahnsinn. So schnell. Die Logika liegen vorn, sag ich dir. Jetzt gehen Sie erstmal wieder Ihre 2, 3 Ründchen. Jetzt denken Sie erstmal hin und her, was Sie da eben so blitzschnell gesagt haben. Schöne Stimmen. Herrlicher Wohlklang. Wie gesagt, Genuss mit Rum. Und worüber sprachen Sie eben, Schwesterchen? Gott, worüber sprachen Sie? Was soll ich sagen? Über Trunksucht. Über Habsucht. Ah, frag mich nicht was. Ich bin nicht der Typ, der sich alles merkt. Ich bin kein Erinnerungsmensch. Ich war nie einer. Habe ich nicht eben Gier gesagt? Solange Sie gehen, besteht immer noch Hoffnung, dass Sie später doch noch hier drinnen vorbeischauen, auf ein Gläschen und mit mir ins Gespräch kommen, falls Sie sich nicht entschließen, zum Strand hinunter und dann durch den Haupteingang hinaufzugehen. In dieser Höllenhitze findet keiner den Schlaf des Gerechten. Nur die, die heute etwas unternommen haben, die also mit auf dem Ausflug nach Marrakesch waren und erst später am Abend zurückgekommen sind, die schlafen jetzt fest wie die Ratzen. Ich war nicht dabei. Total zerstritten, wie unsere Gruppe ist. Ich sitze tagsüber gerne im Lounge, wo immer ein kühles Lüftchen weht. Die Frauen schreien die Männer an, einer nach dem anderen verliert sein Gesicht. Die Männer schreien die Frauen mitten in der Wüste an. Ich mache keine Extras mit. Von Anfang an nicht. Ich habe ja gar keine Extras gebucht. Überall Unordnung. Jahrelang Unordnung und Pech. Lügen und Seitensprünge, die von Paul in Saarbrücken ein Leben in Scheidung. Und dann Männer wie Frieda und Nicht-Frieda. Welche Freundschaft. Welche Logik. Welche Stimmen. Schnell wird man klüger. Da. Hören Sie. Es geht wieder los. Frieda. So viel wie Jammertal. Schön. So schön. Jammertal. Ja. Frieda, die Erde lebt oder bebt. Der Mensch verliert das Bild vom Menschen. Die Erde lebt oder bebt. Halt ein, sagt Frieda. Dies dürfen wir nicht undurchdacht lassen.
die Erde lebt oder bebt. War nicht viel. Sie schweigen schon wieder. So viel wie hat ein Mensch ein Bild verloren. Oder Brief. Brief oder Bild, ich kann mich täuschen. War nichts Erschütterndes. Ein Bild. Naja. Verloren. Gut, gut. Aber das war's. Das war's. Fast wäre sie mir rausgerutscht, wie nicht Frieda heißt. Genau. Halt ein, sagte Frieda. Genau, er sagte doch halt ein. Auf der Zunge. Ha, ja, roll, wer, oder ka. Es hätte ihm herausrutschen müssen. Scheißdreck. Noch 11 Tage in Agadir. Ja! Wahnsinn, auf und ab, hin und her. Keine Leichtfüße, würde ich sagen. Männer im reifen Mannesalter, auf Ledersohlen, im feinsten Schuhwerk, gehen ihre Runden. Und knirscht es ja deutlich draußen auf der Terrasse. Sand, Leder und Stein. Unter einem gewissen Gewicht. Unter dem Druck von Statur. Keine Sandalträger. Unüberhörbar, keine Strohschuhtreter. Wahrscheinlich heller Abendanzug. Cremefarben der eine und fliederweiß der andere. Dazu die burgunderrote Krawatte, wo hinter dem Knoten der Kragen ein wenig offen steht, bei der Kehle, bei der Stimme. Unüberhörbar auch der Tuchstoffschlag der Hosenbeine. Der eine klimpert in der Jackentasche mit Feuerzeug und Münzen. Nicht Frieda, glaube ich, während er denkt. Frieda, führender Kopf, braucht ja nicht klimpern zum Denken. Ich wünschte, ich wäre Frieda oder nicht Frieda und ging heute Nacht neben Frieda oder nicht Frieda draußen auf und ab im gleichen Schritt und Tritt. Nein, nein. Ich will ja nichts. Wer wäre ich denn? Nur reden möchte ich dich hören, mein seliges Paar. Bitte, 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 redet hier meine unzertrennlichen Stimmen. Ein Tag Marrakesch kostet mich 142 Mark. Zusätzlich vom Taschengeld. Hinzu käme Besuch der Märkte, also Einkäufe, ohne die man Marrakesch nicht zu sehen braucht. Hinzu käme die Glutitze, und dass ich Busfahren nicht immer so gut vertrage, also ständig die Furcht, vertrage ich es heute oder heute gerade wieder mal nicht. Ständig der kalte Schweiß, ob der Bus auch hält, wenn mir schlecht wird, wo wir sowieso schon spinnefeind sind, jeder gegen alle. Frieda! Was? 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 Ja! Ja! Ja!
entfesselte Hoffnung, befreit von jeglichen Propheten, wird erlöst sein und in der Stille reichlich wirken. Frachtlos wiegt sich das Meer, unbetreten wandert das Land und spielt an hohen Blumen die Luft. So wird es sein für 1260 Tage. Was heißt das? Wie komme ich auf 1260 Tage? Das macht umgerechnet 4 Jahre. 4 Jahre, nicht ganz. 4 Jahre, was? Die Männer stehen still. Die Männer gehen nicht mehr. Die Königin. Was habe ich gesagt? Sie steht still. Ich höre, sie stehen. Sie schlucken. Sie hören. Sie horchen mich. Lieber Gott, mach sie wieder gehen. Sie horchen mich. Nicht, Frieda. Frieda, auch ich habe gehört, dass es geschrien hat, doch gegenwärtig schreit es nicht. Entweder die Not ist überstanden. Nicht, Frieda? Oder die Freude. Frieda? Oder es kommt zu erneutem Geschrei. Sie sehen auf ihre Schuhspitzen. Sie heben die Köpfe. Unbehörbar, sie schütteln die Köpfe. Wahnsinn. Sie gehen. Mächtiger. Sie gehen wieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Ach, lebendig. Vermutlich. Vermutlich bin ich etwas zu laut geworden. Wie dumm von mir. Wie dumm. Es fällt mir nicht leicht, ganz ohne Wortwechsel. Manchmal tagelang ohne ein Vis-à-vis meinen Urlaub zu verleben. Es rutscht mir am Abend leicht mal ein Wörtchen heraus und ich merke es gar nicht. Ich rede wunders was, meine aber fest. Ich denke bloß,
Was soll man machen? Man muss sich bloß einmal klar werden darüber. Dann geht es schon wieder. Schöne Stimme. Hören Sie? Ewig. Heute lieber als damals. Wahnsinn.